Hi Leute, ich wollte gerne hier einen kurzen Videoblog machen und mit euch über die neuesten Ereignisse so ein bisschen reden und was passiert ist und über die große Veränderung, die ihr sicher vielleicht schon bemerkt habt. Es steht wahrscheinlich hier links oder oben am Bildrand nicht mehr länger Neo Vega, sondern Nick Vega. Und das möchte ich auch gerne heute erklären. In Deutsch, kurz und bündig, nichts fancy. Einfach, ja, einfach spontan. Und zwar jetzt 2012 war The Voice. Das ist jetzt auch schon 4 Jahre her. Und ich habe in den letzten 2 Jahren in London studiert. Ich habe da zeitgenössische Musik studiert. Und es war eine wundervolle Zeit. Ich habe ganz tolle Leute kennengelernt. Und ich bin auch wirklich gereift in dieser Zeit. Es war wirklich super. Und sowohl musikalisch als auch menschlich hat sich da super viel getan. Und es kam der Moment, wo ich einfach gespürt habe, dass ich mich von Neo, dem 18-Jährigen, der 2012 Mad World hinter den umgedrehten Stühlen gesungen hat, mit dem wunderbaren Haar hier und den Klamotten, zu ja, mir selbst, wo ich jetzt stehe, als Musiker und als Mensch. Mein Sound hat sich ein bisschen verändert über die Zeit hinweg, zusammen mit meinen Fähigkeiten, die ich da verbessern durfte. Und auch textlich bin ich viel mehr jetzt in die Tiefe gegangen. Ich wollte ehrlicher mit mir selber sein, damit ich ehrlicher auch mit den Leuten sein kann, die meine Songs hören. Und ich habe ein neues Album, das erscheinen wird im Laufe dieses Monats, heißt An Inconvenient Truth. Und ist wirklich mein ganzer Stolz. 9 Songs sind alle selbst geschrieben und alle spiegeln wirklich eine von diesen unangenehmen Wahrheiten oder ungelegenen Wahrheiten dar. Im Sinne von, ich zeige auch wirklich andere Seiten von mir, auch vielleicht die nicht so schön sind, aber ich möchte wirklich ehrlich sein können und wirklich auch was aussagen. Und Neo hat sich einfach nicht mehr richtig angefühlt. Ich hatte diesen Moment, wo ich für einen Podcast im Rahmen der Musikuniversität habe ich da eine Akustikversion von einem Song von mir aufgenommen und bei der Ansage da habe ich mich als Neo Vega vorgestellt und im Raum von Musikern und Freunden, die mich alle als Nick kennen, denn das ist mein Name und so nennen mich meine Familie, nennt mich meine Familie, so nennen mich meine Freunde und all meine Mitmusiker. Und es war einfach so seltsam, es fühlte sich so disconnected und ich hatte das Gefühl, es war wirklich unauthentisch oder es hat sich für mich einfach. Es fühlte sich fast ein bisschen erzwungen an, wie so eine, ja, Rolle halt. Und nicht wirklich wie ich, zumindest in dem Zeitpunkt. Versteht mich nicht falsch, ich bin super dankbar für die Zeiten bei The Voice. Und es war eine wunderbare Zeit, wirklich. Absolut geil. Und ich erinnere mich auch gerne zurück. Und ich bin auch immer noch tief drin. Ist immer noch ganz viel Neo da. Aber er hat sich definitiv weiterentwickelt. Er ist jetzt 4 Jahre älter und hat jetzt auch mehr Erfahrung in der Musik und ist aufgewachsen so ein bisschen. Und deswegen möchte ich mich gerne davon verabschieden und stelle mich jetzt hier an der Stelle neu vor als Nick Vega. Und das soll auch für euch bedeuten, ich versuche hier wirklich auch mich ein bisschen mehr auch zu öffnen und ein bisschen auch ehrlicher mit euch zu sein. Denn es war einfach. Es war nicht mehr notwendig, diesen Namen, diese Neo-Grenze so ein bisschen zu haben. Und hier auf der Seite ist eh zu wenig passiert und es war alles ein bisschen schwierig, denn ich habe mich nicht so wohl gefühlt. Und ich möchte jetzt wirklich, ja, in die Zukunft blicken und auch auf das Album, das wirklich mein ganzer Stolz ist. Es spiegelt mich wirklich so wider, wie ich es absolut vorher nie geschafft habe, musikalisch das darzustellen. Und es sind einige ganz tolle Musiker mit auf der CD, also 2 Duette zum Beispiel. Und ich finde es super. Also ihr werdet auch in den nächsten Tagen hier noch ganz viel dazu hören. Ja, das war es auch eigentlich schon. Ja, ich hoffe, ja, ihr versteht ein bisschen die Umstände, wie das jetzt dazu gekommen ist. Und ja, ich hoffe, dass wir weiterhin oder vielleicht ab jetzt sogar ein bisschen besser auch in Kontakt treten können. Und ich werde gucken, dass hier auf der Seite ein bisschen mehr passiert. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu mir oder zu den letzten paar Jahren, was ich so gemacht habe oder zur Namensänderung im Allgemeinen,
Schreibt mir einfach in die Kommentare oder so und ich komme dann auch auf euch zurück. Und ich werde versuchen, sowohl hier auf der Seite als auch auf meinem YouTube-Channel ein bisschen mehr auch Bewegung reinzubringen. Es kommt ganz neues Artwork, ein ganz neuer Style. Und ich bin super glücklich damit, denn es ist wirklich, es spiegelt mich super wider. Und ja, ich hoffe, es wird euch gefallen. Und ja, vielen, vielen Dank, dass ihr mir zuhören wollt oder meine Musik hört. Und es ist wirklich alles andere als selbstverständlich. Aber ich bin extrem dankbar für, es ist schon krass, 5000 Leute, die ja einem folgen hier. Und ja, ich hoffe, dass es gut weitergeht. Und ja, wir sehen uns.